Hallo, in diesem Film möchte ich Ihnen zeigen, wie man Schalldämpfer an der CO2-Pistole CP88 oder auch an der CP99 so befestigen kann, dass das auch gut funktioniert. Das Problem ist nämlich bei diesen Schalldämpfern mit den Adaptern, dass das Ganze am Ende nicht richtig fluchtet und dann die Geschosse im Schalldämpfer anstoßen und die Genauigkeit grottenschlecht ist oder dass sogar Geschosse im Schalldämpfer liegen bleiben. Die Stange habe ich hineingesteckt. Das ist ein Putzstab und der ist relativ gerade. Und damit wollte ich zeigen, dass das also durch das einfache Anschrauben der Adapter an die Waffe nicht in jedem Fall funktioniert. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das in den meisten Fällen leider nicht hinhaut. Die Adapter werden durch eine Schraube einfach stirnseitig an die Pistolen angeschraubt. Die haben zwar zusätzlich noch eine Passung, die um den Lauf greift, aber das sitzt nicht so sehr stabil und das reicht leider für den Zweck nicht. Ich habe probiert, die Adapter mit zwei Komponentenkleber zusätzlich anzukleben und der Kleber braucht ein paar Minuten, bis er anfängt auszuhärten. Und die Zeit über muss ich praktisch den Adapter mit dem Dämpfer zu der Laufsäle ausrichten. Jo, wie das geht, möchte ich Ihnen zeigen. Hier wird gerade die Pistole mit Aceton, also Nagellackentferner, in dem Fall gereinigt und fettfrei gemacht. Und dasselbe mache ich am Adapter. Ich habe vorher probiert, die Adapter einfach nachzuarbeiten und die Planfläche nochmal genau zum die Winde praktisch nachzuarbeiten, aber das brachte auch nicht den gewünschten Erfolg. Deshalb hier die Idee, das Ganze mal anzukleben. Und ich kann schon vorwegnehmen, das geht also sehr gut. Hier wird jetzt der Kleber gemischt. Das erfordert ja nicht allzu viel Klebstoff, deswegen mache ich bloß ein paar Tropfen in den Deckel und rühre das dann durch, bis es gleichmäßig vermischt ist. Jo. Das ist dann auch gleich zu sehen. Jetzt kommt halt die zweite Komponente. Das geht vermutlich mit anderem zwei Komponentenkleber auch. Dieser hier funktioniert auf Epoxidharzbasis. Jo. So, wenn beide Seiten mit Kleber bestrichen worden sind, dann werde ich den Adapter anschrauben, die Schraube moderat festziehen. Also ich werde das so machen, dass ich den Adapter dann auch noch ausrichten kann. Und man hat hierbei eigentlich nur einen Versuch. Also es wäre klug, dass man das Ganze vorher ohne Klebstoff schon mal so ein bisschen ausprobiert. Das muss nämlich dann, wenn es losgehen soll, relativ schnell gehen. Das wäre nämlich ärgerlich, wenn man hinterher feststellt, das sitzt doch nicht gerade. Man muss dann den Kleber wieder lösen. Jo, die CP88, die habe ich ja in einem anderen Video schon vorgeführt und da habe ich auch die Funktion von den Schalldämpfern schon gezeigt. Da war ich auch ganz zufrieden mit. Das Problem ist nur leider, dass das mit der Ausrichtung halt ohne Kleber und ohne Nacharbeit oft nicht funktioniert. Beides ist von der Sache recht gut. Also die Pistole sowieso, die gibt es ja schon seit vielen Jahren und der Schalldämpfer mit dem Adapter wird Ihnen günstig angeboten, den finden Sie dann auch wieder auf meiner Webseite. Ich hatte den Schalldämpfer jetzt runtergenommen, weil ich einfach zu viele Reklamationen hatte und ich werde den wieder anbieten, wie gesagt, aber dann als Bastelsatz, also ohne Nacharbeit und ohne Kleben wird das im Regelfall nichts. Jo. Also beide Seiten werden mit Kleber eingestrichen. Zu viel wäre auch nicht klug, das soll ja nachher auch nicht so an der Seite rausquillen. Und so wie ich das hier mache, hat das am Ende recht gut funktioniert. So, dann wird der Adapter vorne drauf gesetzt. Der hat wie gesagt eine Passung zum Lauf. Da muss das ein bisschen raufgeklopft werden. Und dann drehe ich die Schraube rein. Bei meinen Schalldämpferangeboten habe ich übrigens verschieden lange Schrauben drin, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die
original beiliegenden Schrauben nicht die richtige Länge hatten. Jo, da habe ich also noch mal ein bisschen nachgebessert. So, jetzt wird der Dämpfer drauf gedreht und dann stecke ich wieder meinen Putzstab aus Metall rein. Der ist wie gesagt ziemlich gerade und ich richte den Schalldämpfer mit dem Kleber und dem Adapter jetzt praktisch so aus, dass der Putzstab also gut in die Mitte von dem Loch zeigt. Also aus meiner Perspektive sieht das sehr gut aus. Ich muss das jetzt eine Weile festhalten, bis der Kleber anfängt abzubinden. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und wenn das fertig ist, dann werde ich Ihnen auch mal einen Trick zeigen, wie man das hinterher prima überprüfen kann. Also wie man testen kann, ob der Schalldämpfer wirklich axial mittig zur Laufsehle sitzt. Kleinen Moment dauert es noch. Ich werde die Videos miteinander verlinken, also in diesem hier links setzen auf die Pistole und den Schalldämpfer und umgekehrt dann nachher auch. Übrigens können Sie oben links über den Knopf, über das Icon praktisch auf meine Webseite gelangen, wenn Sie das möchten. Um zu testen, ob die Geschosse wirklich den Schalldämpfer zentrisch verlassen, tue ich jetzt hier ein Klebeband vorne drauf, klebe den Dämpfer praktisch vorne ab. Und jetzt habe ich da praktisch durchgeschossen und kann sehen, dass das Loch also zentrisch aus dem Dämpfer praktisch sitzt. Jo, das dürfte gut gelungen sein, also es hat jedenfalls am Ende prächtig funktioniert. Jo, ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder Anregungen geben und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren oder meine Webseite besuchen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.